Das ist nicht das, was ich euch heute vorspielen wollte. Das ist nur ein kleiner, wie heißt es? Opener, genau, richtig, Opener. Das war von der CD Buena Vista Social Club. De Camino a la Vereda. Ich bin leider nicht Spanisch sprechend. Von daher könnte ich euch das jetzt übersetzen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht allzu wichtig. Ich wollte nur so ein kleines bisschen, spanische Stimmung vielleicht, karibische Stimmung einfach mal in das Video am Anfang reinbringen, weil ich bin euch ja noch ein Rumtasting schuldig. Und zwar nicht nur von den Kollegen Pfeifenrauchern in der YouTube-Szene, die auf Kanarischen Inseln wohnen, ihr wisst, wen ich meine, sondern halt auch der ein oder andere hatte gesagt, Rum ist ja eigentlich auch mal was anderes als Whisky und kann man ja mal probieren. Ihr wisst, ich bin ja bei Wolle gewesen und Wolle hatte mir ja den Johansen empfohlen. Und dieser Johansen-Rum, den habe ich gekauft in der Version 1878. Das ist das Original Jamaika-Rum-Verschnitt. Jawohl. Und den werde ich mal ins Glas einfüllen. Und dann haben wir noch eine, dann hatte ich ja noch die Luxusversion sozusagen, den Royal gekauft. Da steht jetzt ehrlich gesagt kein großer Unterschied. Ja, jamaikanischer Rum, weiches Flensburger Wasser, in Flensburg gebrannt, nicht weiter verwunderlich. Naja. Den können wir mal probieren. Ich gucke gerade mal, ist da ein Alkoholunterschied? 40 Volumenprozent. Der hat 42 Volumenprozent. Der ist also geringfügig stärker, sage ich mal. Auch deutlich teurer. Und dann gucken wir noch mal. Dann habe ich gedacht, vielleicht vergleichen könnte ich das ja noch mal. Dann habe ich noch mal im Keller geguckt. Ich habe noch eine Flasche Havanna Club. 3 Jahre alter Rum. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass Spirituosen schlecht werden können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der ewig alt ist. Ich glaube sogar, weil hinten auf der Flasche was von 32 handgeschrieben, so ein handgeschriebenes Preisetikett drauf ist. Das kann sogar sein, nee, 35. Das kann sogar sein, dass das noch ein D-Mark-Preis ist letztendlich. Ich denke, dass Rum sich eigentlich nicht unbedingt in der Flasche großartig verändert. So ist es zumindest die Aussage von den Whisky-Brennereien immer. Kann mich zwar auch dunkel daran erinnern, dass ich vor 20 Jahren mal im Allgäu einen Schnapsbrenner, einen Bauern getroffen habe, der mir schon sagte, dass der ganz frische Brand, der auf die Flasche gefüllt wird, eventuell noch mal eine Zeit lang liegen sollte. Aber naja, gucken wir mal ganz einfach und dann schauen wir mal, ob wir da mal was vergleichen können. Also, von den Farben brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel anfangen zu erzählen. Ich habe jetzt hier keinen Hinweis auf der Flasche gefunden, dass er mit Zuckercouleur versehen ist. Ich gehe aber mal davon aus, weil das ist eigentlich Standard bei normalen Spirituosen. Ja, also der 1878 von Johansen, das ist jetzt ein Rum, der wirklich von der Nase her sehr, sehr begeistert. Er hat also all das, was man eigentlich beim Rum ja wirklich auch sucht letztendlich. Das heißt natürlich eine irre Süße. Man könnte jetzt anfangen von Früchten, von Trockenfrüchten zu sprechen, wie wir es ja beim Whisky manchmal bei den Sherry-Fass gelagerten auch machen. Er hat aber auch so eine gewisse, ganz leichte Bitternote, aber nichts Unangenehmes. Im Gegenteil, er macht das Ganze eigentlich so ein bisschen, nur pappsüß wäre langweilig. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Auf euer Wohl, beziehungsweise, ich rieche jetzt erst nochmal an den anderen. Dann haben wir hier den deutlich helleren Royal von Johansen. Der ist nicht so stark in der Nase, nicht so aufdringlich in der Nase, was die Süße und die Früchte angeht. Der ist eigentlich ein bisschen runder.
Ich hätte jetzt gedacht, dass der Royal eigentlich vielleicht noch intensiver wäre, aber von der Nase definitiv nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf den Havanna Club, den uralten. Der riecht nach Kork. Ich glaube, den muss ich außerhalb der Wertung nehmen oder aus der Wertung nehmen. Ich habe den irgendwann mal mit einem, weil der Schraubverschluss nicht mehr da war, mit einem Korken, den ich sogar zugeschnitten habe, verschlossen. Und ich glaube, der Korken ist hinüber. Weil der riecht wie ein Korkschmecker beim Wein. Egal. Fangen wir mal an mit dem 1878 von Johansen. Ich habe den schon ein paar Mal getrunken, von daher kenne ich den jetzt schon. Und man muss ganz klar sagen, der ist ganz vorne im Mund, ist der richtig klasse. Der hat eine Süße, der hat eine Fruchtigkeit, aber gar nicht so dieses Oberflächliche, was man beim Rum in Anführungsstrichen vielleicht als Vorurteil so kennt, sage ich mal. Ja. Was schon auffällig ist, dass er nach hinten her relativ knapp wird, also im Abgang ist da nicht so viel. Erstaunlich, erstaunlich. Aber der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Jetzt noch mal den Royal von Johansen. Der Royal ist deutlich feiner, aber so leid es mir tut, auch dünner. Er hat einen Tick mehr Abgang, aber der kann bei Weitem nicht das ausgleichen, was der 1878 von vornherein eigentlich mitbringt. Ich will gerade mal nochmal den Preis raussuchen. Also, der ist schon klasse. Ja, vom Abgang ist der gar nicht mal unbedingt so viel länger. Ich glaube, das ist eher so, dass der bei dem 1878, dadurch, dass der vorne im Mund und in der Mitte vom Mund so eine große Fülle und Stärke mitbringt, fällt es eher auf, dass da nach hinten weniger passiert. Währenddessen der Royal, da ist der Übergang ein bisschen gleitender, aber einfach der Tatsache geschuldet, weil halt vorne nicht so dieses Mundgefühl, dieses Große kommt. Ja, ich bin über 18. Mal hier anklicken. Also, der 1878 kostet sage und schreibe 10 Euro die 0,7 Liter Flasche. Der ist klasse. Das ist ein Literpreis von 14,29 Euro, wie die Seite da ergibt. Guck gerade mal, Havanna Club, dreijährig, der wird sehr günstig sein. Naja. Ja, gut, der liegt in einem ähnlichen Preisbereich. Literpreis so 16, 17 Euro, kann man sagen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das Zeug kann ich weggeben. Boah, der hat eine richtige starke Korkhaltigkeit. Nur für euch. Ist nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Der Kork scheint tatsächlich mehr in der Nase zu sein als im Geschmack. Ich will da gar nicht weiter was zu sagen. Ich könnte jetzt sagen oder behaupten, der ist wesentlich flacher als der Johansen, aber
Das wäre nicht fair. Das wäre nicht fair. Da müsste man einen probieren, der wirklich frisch ist oder der, wo man überzeugt ist, dass das Produkt da so in Ordnung ist. So funktioniert das Ganze nicht. Sollte für euch auch nur ein kleiner Einblick sein, mal in den Rum, den ich mitgebracht habe. Also, Wolle, du hast recht. Ganz feine Stöffchen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage, gehabt euch wohl.